Wunderschönen guten Morgen, da ist ein bisschen hell. So, mir war etwas frisch, deswegen habe ich meinen Bademantel übergeworfen. Oh, ich glaube, es geht schon. Irgendwie. Ja, ich hatte gestern einfach. Also, gestern konnte ich kein Video machen. Ich war bei einem Freund gucken, das heißt, ich war erst. Weiß ich nicht, irgendwas zwischen um 2 und um 3 zu Hause, deswegen hatte sich das erledigt. Ich wollte eigentlich heute Nachmittag ein Video machen, aber ich war dann noch so kaputt von gestern und hatte einfach überhaupt keinen Bock, deswegen habe ich es gelassen. Also müssen wir jetzt mehr Spiele durchgehen, aber das kriegen wir schon hin. Ach, ich habe Durst, aber mein Wasser steht noch drüben, wie es aussieht. Ist noch ein Schluck Tee drinne. So. Genau, Frankreich, Argentinien war das erste Spiel. Das erste Spiel, ich habe nicht getrunken. Vielleicht so, habe ich nicht. Und es ging krasserweise 4-3 aus. Was für ein Spiel, was für ein Achtelfinale. Also, ja, es war geil, war einfach geil, war einfach wunderschön anzusehen. Ich würde sogar fast sagen, unterm Strich, also ich tue mich schwer, also ich schwanke zwischen Frankreich halt so knapp, wie sie gewonnen haben, verdient gewonnen und Argentinien hätte eigentlich auch den Ausgleich verdient gehabt und ja, eine Verlängerung und eventuelles Elfmeterschießen wäre okay gewesen. Tut mich ein bisschen schwer, also ich, absolut geiles Spiel, Argentinien hat auch gar nicht mal so schlecht gespielt, wobei sie auch Phasen hatten, wo sie, also es gab auch von beiden Mannschaften Phasen, wo sie irgendwie ein bisschen das Spiel eingestellt haben. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, es ist ein 4-3, ne? Es war natürlich ein super geiles Spiel. Messi hat auch besser gespielt als vorher, würde ich sagen. Und ich wette auch nichts gegen eine Verlängerung gehabt, muss ich sagen. Also das hätte ich mir gerne auch nochmal 30 Minuten weiter angeschaut. War dann halt nicht so. Statistik ist halt, wie gesagt, auch relativ ausgeglichen. Deswegen wird es wahrscheinlich schon eher so sein, dass Argentinien dann am Ende doch irgendwie das Unentschieden verdient gehabt hätte. 9 zu 10 Schüsse für Argentinien, 4 zu 4 Torschüsse ausgeglichen. Ballbesitz ist auch 39 zu 61 für Argentinien, und Eckbälle 0 zu 4 für Argentinien. Also wie gesagt, eigentlich, ne? Aber gut, Argentinien ist rausgeflogen, damit ist zumindest die Mannschaft weitergekommen, wo ich es auch wollte. Es tut mir zwar leid für Messi, aber irgendwie, obwohl ich Argentinien mag, wollte ich, dass hier Frankreich weiterkommt. Und es war auch dann so. Dafür ist das zweite Spiel nicht so ausgegangen, wie ich wollte, nämlich Uruguay, Portugal. Das ging dann leider 2-1 für Uruguay aus. Portugal hat so zwischenzeitlich ausgeglichen und hatten auch 1 Milliarde Torschüsse, aber die waren halt auch nicht wirklich geil im Normalfall. 5 zu 20 Torschüsse für Portugal, aber von diesen 20 Torschüssen haben sie auch nur 5 auf das Tor gebracht. Okay, Uruguay nur 3. Also auch hier wäre, denke ich, ein Unentschieden unterm Strich nicht unverdient gewesen. Eckbälle auch 2 zu 10 für Portugal. Also man kann schon sagen, hier wären Unentschieden und eine Verlängerung definitiv verdient gewesen für Portugal. Uruguay, Cavani und Suarez haben ganz gut gespielt, haben gezündet in dem Spiel. Cavani ist, glaube ich, verletzt und wird im Viertelfinale fehlen. Und die Defensive war ganz gut von Uruguay, aber ich fand sie jetzt auch, wie schon in der Vorrunde, eigentlich nicht so krass. Und ich sehe die immer noch nicht als WM-Titelfavorit. Aber naja, wir sind erstmal eine Runde weiter. Spanien, Russland, da kommen wir zu heute. Spanien, Russland war ein 1-1, ging tatsächlich in die Verlängerung und ich würde sagen, das ist definitiv die größte Überraschung bisher im kompletten Turnier. Erstens, dass es Russland bis ins Viertelfinale schafft. Oh mein Gott, hätte ich niemals mit gerechnet. Und zweitens, dass Russland im Achtelfinale Spanien besiegt. What? Was ist da denn los? Also, das ist wirklich mal super, super krass. Also ich denke nicht, dass Russland das Viertelfinale jetzt auch noch gewinnt. Also egal, wen sie als Gegner haben. Ich glaube, sie haben jetzt Kroatien als Gegner. Aber ich spielt keine Rolle, egal welcher Gegner, sie müssten eigentlich rausfliegen. Also ich weiß nicht. Es ist aber krass. Also ich freue mich immer noch mega für Russland und Spanien. Hätten es natürlich verdient gehabt, hier zu gewinnen. Also aus dem Spiel heraus, Elfmeterschießen ist egal. Aber aus dem Spiel heraus hätte es natürlich Spanien verdient gehabt zu gewinnen. Aber so wirklich überzeugend waren sie trotzdem nicht. Russland hat dann dieses Quäntchen Glück gehabt, schaffen ja sogar den Ausgleich. Und das Tor, was Spanien erzielt, war auch nur ein Eigentor von Russland. Deswegen, die haben kein einziges Spiel aus dem Tor, die haben kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Und von daher, man muss trotzdem sagen, Spanien war die bessere Mannschaft. Es wäre ein verdienter Sieg für sie geworden. Aber sie haben definitiv komplett unter ihren Möglichkeiten gespielt, haben überhaupt nicht überzeugt. Und dadurch hat Russland nicht so viel Glück gebraucht. Wenn Spanien richtig, richtig geil gespielt hätte, hätte es zwar immer noch eine Minimalchance für Russland gegeben, durch Glück weiterzukommen, aber da hätten sie halt richtig massiv groß fettes Glück haben müssen. Und so
hatten sie zwar auch Glück, aber eben nicht ganz so krass, weil Spanien halt, wie gesagt, nicht mal selber ein Tor erzielt hat aus dem Spiel heraus. Von daher, aber wie gesagt, Statistik spricht natürlich auch klar für Spanien. Ich bin gespannt, wie Russland sich im Viertelfinale schlägt, aber das soll es eigentlich gewesen sein. Kroatien gegen Dänemark, schon wieder ein Elfmeterschießen und da gewinnen dann die Kroaten. Das war auch, ja, interessant, sage ich mal. Also erstmal zum Spiel allgemein. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, also es ging schnell rasant los, Dänemark geht in Führung, ich war ja erstmal für Kroatien, dann gleicht aber auch mit Mandzukic Kroatien super schnell wieder aus, dann bleibt es halt eine ganze Weile so, beide Seiten haben Chancen, beide Seiten nutzen die Chancen nicht, es gab ein paar strittige Szenen, auch im 16-Meter-Raum, aber im Endeffekt ist nichts weiter passiert, dann in der Verlängerung, ich weiß nicht mehr an der wievielten Minute, aber in der zweiten Halbzeit der Verlängerung auf jeden Fall schon, kriegt Kroatien einfach mal einen fetten Elfmeter und Modric verschießt diesen fetten Elfmeter. Oh mein Gott. Kroatien wäre dann also jedenfalls schon weiter gewesen aus dem Spiel heraus. Und ab dem Moment, wo Kaspar Schmeichel, der Sohn vom berühmten Peter, diesen Elfmeter gehalten hat, ab dem Moment war ich plötzlich für Dänemark. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand es einfach so geil, dass ich dann in dem Moment hätte ich mich einfach super für Dänemark gefreut, wenn die weitergekommen wären. Aber Elfmeterschießen war dann natürlich nochmal richtig geil, richtig spannend. Die ersten beiden Elfmeter auf beiden Seiten werden verschossen, beziehungsweise vom Schiedsrichter gehalten, vom Torhüter gehalten. Und dann verschießt nochmal Dänemark ein. Ich glaube, das ist der Vorletzte, genau. Verschießt Dänemark nochmal einen Vorletzten, dann verschießt Kroatien den Vorletzten. Und dann gab es noch zwei auf jeder Seite ein. Und da dachte ich mir, ich dachte mir, fuck, Dänemark verschießt jetzt seinen Elfmeter und Kroatien macht ihn rein. Und genauso ist es gekommen. Dänemark verschießt seinen Elfmeter und Kroatien macht ihn rein und Kroatien hat gewonnen. Das ist so krass. Ich war die ganze Zeit für Kroatien. Ich habe vorher gesagt, dass Kroatien jetzt mit Deutschland raus ist, meine Favoritenmannschaft Nummer 1 ist. Und sie ist auch immer noch meine Favoritenmannschaft Nummer 1 für den Titel. Also nicht, weil ich denke, dass sie die Besten sind. Ich denke, Belgien ist besser. Aber ich würde sie ihnen am meisten erstmal gönnen. Aber wie gesagt, ich war die ganze Zeit auch im Spiel, war ich die ganze Zeit für Kroatien, aber ab dem Moment, wo Peter Schmeichel den Ball gehalten hat, aus dem Spiel heraus, den Elfmeter, war ich für Dänemark und wollte, dass die weiterkommen. Ich hätte jetzt zwar, wenn Dänemark weitergekommen wäre, nicht gesagt, dass die jetzt mein Favorit auf die Weltmeisterschaft sind, aber ich hätte mich einfach komischerweise in dem Moment mehr gefreut als für Kroatien. Aber jetzt bin ich wieder für Kroatien, aber wenn Dänemark weitergekommen wäre, ich überlege gerade, ob ich dann auf Belgien gewechselt wäre, aber eigentlich, ich kann nicht auf Belgien wechseln, ich will nicht, dass sie gewinnen, das geht nicht. Die dürfen ihren Running-Gag nicht kaputt machen. Wäre ich dann wirklich von Dänemark? Problem, ich glaube, ich hätte keinen Bock auf Dänemark zu tippen, weil bei denen ist es halt schon sehr unwahrscheinlich, dass die Weltmeister werden, wenn sie weitergekommen wären. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, die Situation ist anders, deswegen keine Ahnung, was ich genommen hätte, aber wahrscheinlich nicht Dänemark. Brasilien gegen Mexiko ist dann morgen an der Reihe. Ich hoffe ganz stark auf Mexiko, aber ich denke ganz ehrlich, dass Brasilien weiterkommt. Die haben sich jetzt soweit zumindest erstmal eingespielt, dass sie in Mexiko im Achtelfinale besiegen können. Aber wir haben es heute gesehen, Spanien-Russland, es ist ja auf jeden Fall eine viel krassere Paarung gewesen als Brasilien-Mexiko. Und da hat auch der Underdog es geschafft zu gewinnen. Deswegen, man weiß es nicht. Ich würde das Mexiko mega gönnen. Ich würde mich sehr freuen für Mexiko. Ich bin auf jeden Fall bei Mexiko morgen in dem Spiel. Aber ich denke, Brasilien gewinnt. Aber ich denke, die werden knapp gewinnen, wird nichts Furioses. Belgien gegen Japan. Ja, ich mag meine Japaner, aber die spielen so scheiße schlecht, dass sie zu Recht rausfliegen werden. Und Belgien wird hier furios gewinnen. Doch, das wird ein höherer Sieg für Belgien. Schweden gegen Schweiz. Da bin ich, also ich mag eigentlich auch die Schweden, aber ich bin ja wie gesagt für die Schweiz, weil ich sie einfach mag, wie sie sich entwickelt haben in den letzten Turnieren. Und das ist ein spannendes Spiel. Ich glaube, das kann in beide Richtungen ausgehen. Ich glaube, die abgebrühtere Mannschaft ist Schweiz. Ich glaube, Schweden hat mehr den Kopf im Spiel. Und die werden vielleicht das Achtelfinale aufgeregter angehen als die Schweiz. Und ich denke, dass dann der abgebrühte Kopf am Ende gewinnt von der Schweiz. Kolumbien, England ist dann das... Moment mal, bin ich dumm? Warum mache ich denn gerade vier Spiele? Das ist ja dann erst übermorgen. Oh, ich bin auch blöd. Kolumbien, England, ja, wir können doch mal morgen ganz kurz über die Schweden und Schweiz reden. Und dann reden wir auch über Kolumbien und England. What? Das ist ja dann erst... Ja, das ist übermorgen das Spiel. Krass. Naja, egal. Haben wir's! Oh, es sind noch unter 10 Minuten, da habe ich auch beeilt. Ich wollte nicht, dass es ganz so lang wird, weil ich will es noch hochladen und releasen, bevor ich schlafen gehe und naja, es ist schon spät. In diesem Sinne, meine Frisur, ich weiß auch nicht, die sieht immer so mega ordentlich und komisch aus, wenn ich ein Video mache. Ich verstehe aber nicht so richtig, also abends halt, ich verstehe aber nicht so richtig, wieso. Die fallen dann immer so merkwürdig, dass ich... so sehe ich gar nicht aus, Wirklichkeit, Hilfe! So ein merkwürdiger, langweiliger, ordentlicher Schnitt, also das sieht mit Scheitel noch teilweise, das sieht irgendwie komplett scheiße aus. Normalerweise habe ich sie halt immer so nach hinten.
hinten, aber irgendwie fallen sie jetzt. Na, so ungefähr. So sieht's doch direkt viel geiler aus, oder? Ja, okay, hier, der Scheitel an der Seite ist noch ein bisschen scheiße, aber ich rede jetzt wahrscheinlich mit spiegelverkehrter. Nee, ich krieg meine Hand nicht in den Griff. Nee, mit spiegelverkehrter Fummelung kriegt das jetzt nicht hin. Es reicht ja auch, so sieht's ja schon mal. So geht's eigentlich auch noch. So ein bisschen verstört gefällt mir eigentlich sogar. Zerstört gefällt mir eigentlich sogar fast besser als komplett ordentlich. Ja, so wirkt meine Stirn halt echt hoch, ne? Wenn man nicht so das Komplettbild hat, dann hat Kalinka schon recht. Aber ich hatte schon immer eine sehr hohe Stirn, von daher. Und das ging auch weit rein. Ich denke, man sieht immer ganz gut, wie der Haarausfall aussieht, wenn man sich die Haare anguckt. Die gehen ja noch fast bis zu den Augenbrauen. Sieht man jetzt vielleicht auf dem Video nicht ganz so gut. Aber das ist meistens ein gutes Zeichen für gutes Haar, weil die fallen halt auch relativ schnell aus am Anfang, wenn man auch Haarausfall hat. Ich meine, jeder verliert halt Haare, ne? Also auch ich wäre wahrscheinlich schon, was heißt, ich werde auf jeden Fall schon weniger haben als früher. Aber man erbt ja, glaube ich, immer die Haarpracht mütterlicherseits vom Opa, also vom Vater oder Mutter erbt man das, glaube ich, immer. Und mein Opa ist jetzt über 80 und der hat immer noch, hat keine Glatze, also ich will nicht sagen, halt volles Haar, das, also nicht so wie ich, ne, aber der hat halt immer noch, also er kann auch eine ganz normale Haarfrisur tragen, ohne dass es irgendwie scheiße aussieht, weil da irgendwo ein Kranz ist oder da fehlen hier in der Mitte irgendwas. Das ist halt, er hat halt eine sehr hohe Stirn logischerweise mittlerweile, aber es wirkt halt noch ziemlich natürlich, also deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich die gleichen Gene habe und das dann deswegen es halt langsam weniger wird, aber nichts Krasses, dass ich mir irgendwann die Haare abschneiden muss. Aber ja, wie gesagt, so sieht es halt echt hoch aus. Aber wenn man halt so drauf guckt, sieht man halt, dass da noch alles voll ist. So. So sieht es dann nicht mehr ganz so krass aus mit der hohen Stirn, sobald ein bisschen was runterhängt. Und so geht's auch, würde ich sagen. Egal, wir reden ja gerade über Haare, wie geil, was für ein geiles Thema. In diesem Sinne waren echt geile Achtelfinale bisher, muss man sagen. Also selbst Spanien, Russland, was eigentlich ein bisschen langweilig war, war einfach durch die Spannung, dass Russland weiterkommen konnte, war es einfach geil. Obwohl es halt spielerisch jetzt nicht wirklich geil war, aber das hat halt gereicht, ne? Man hat irgendwie, als Russland den Ausgleich zum 1-1 gehört, dann hat man irgendwie geahnt, da riecht was, da liegt was in der Luft, da ist irgendwie in Lacken in die Verlängerung, in Lacken ins Achtelfinale, in Lacken in die Elfmeterschießen und in Lacken ins Viertelfinale ist einfach drin für Russland. Das habe ich dann schon ja gehofft, sage ich mal, nach dem 1-1. In diesem Sinne, macht's gut, euer Pax, bis morgen. Hoffentlich kriege ich es morgen Abend hin, aber zumindest bin ich da irgendwo, glaube ich. Tschüssi.